Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum Verdammt nochmal! Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich schwer besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel fern! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du Mistkerl! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Willkommen an Bord! Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham! Klar, ich bin Rackham! Ich bin dein Mann! Bringen wir den Vogel in die Luft. Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau. Piep, piep, altes Haus. Die Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Ja, ja. Hör mal, ich kenne ja diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Ich sag dir. Dein Gefühl für den Steuergriffel entwickeln. Bleib an ihm dran! Okay, diese Distanz... Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt! Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Ja, ja! Hör mal, ich kenne ja diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht
könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Peace out. Gefühl für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihn dran! Okay, diese Distanz halten. Hinterher! Aufschließen! Festhalten, Wingnut! Bringen Sie näher ran! Spannend, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön! Er darf uns nicht entkommen! Mal sehen, was er noch kann! Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Mehr Gas und bleib an ihm dran!
Hast du auch Spaß, Wingnut? Ich heiße Wilson und du sollst aufpassen. Augen nach vorne. Klingt gut, wenn auch nicht immer ganz nach Vorschrift. Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen! Wohin will er jetzt? Lass ihn! Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen! Feuer frei! Mit Vergnügen! Was machst du denn? Dreh um! Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Okay, kann ich mal was fragen? Klar! Warum klingt George Rackham, der Sohn des 4. Earl of Windsor, wie ein Amerikaner? Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Jerrys besiegt sind, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha. Du bist ziemlich misstrauisch, Wilson. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Heilige Scheiße! Deutsche, was machen die jetzt? Na was wohl? Wir schießen sie ab! Festhalten!
schießen zurück! Danke für die Information, Wingman! Fritz, hinter uns! Schnell, schnell! Ich sehe sie! Halt deine Unterhose fest! Schießen zurück!
für die Information, Wingnut. So entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Aber mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Versprich es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen. Sie müssen einen Wahnsinnspiloten. Ein Wahnsinnspiloten. Haben. Ehe wir es uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher aus so einem Luftschiff. Echt gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt, aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir und schnall dich ordentlich an! Roll die Luftschiffe runter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Kein Problem! Sichere nach hinten! Hinter uns ist einer! Thank you.
nicht so an. Erledige lieber die Luftschiffe. Auf die Wagen! Sonst scheitert die Mission. Ich weiß, ich weiß.